Mein Name ist Markus Gasser, ich bin der Inhaber in der zweiten Generation vom Hotel Hubertus in Ohlang. Wir haben den Frühjahr 2022 ein neues Riesenprojekt gemacht. Heaven und Hell ist der Name. Ist eine Spa-Plattform mit zwei Ebenen. Baudauer von Heaven und Hell hat 7 Wochen Betrag. Und ist effektiv Objekt besteht aus 3 Whirlpools. Auf der Oberseite, im Himmel, wie wir sagen, 2 Whirlpools. Und auf der unteren Ebene, die Hölle, 1 Whirlpool plus noch 2 zusätzliche Saunen. Die Besonderheit von der Fassade ist natürlich auch die Farbe, die speziell für das Projekt ausgewählt worden ist, da sich die Farbe sehr gut zum Rest vom Haus fügt und da in die Landschaft gut einbindet. Das Architektenbüro Noah aus Bozen haben uns diverse Vorschläge gemacht, auch bezüglich der Materialien. Und eines der wichtigsten Materialien, die für einen Gast oder für einen Kunden sichtbar sein, ist die Außenfassade, also die Platten. Für die Fassade von Heaven and Hell sind Paneele von der Firma Stackbond verwendet worden, welche von Albeva vertrieben werden. Für mich als Kunde interessiert natürlich die Schönheit und die Langlebigkeit vom Produkt, was Albeva total bereitstellen tut, und das Endergebnis spricht für sich. Wenn man das live vor sich gesehen hat, Heaven and Hell, nachher weiß man, es ist ein sehr spannendes, ein einzigartiges Produkt. Ich bin der Manu von der Firma Brennwerk. Ich kann das Projekt dort begleiten, von der Planung bis hin zur Ausführung mit der Arbeit am Bau. Meine Aufgabe war die Planung unserer Seite, die Bestellungen von verschiedenen Material, die Besprechungen mit Bauherr, Planungsbüro, Architekten und so weiter, bis hin zur Übergabe. Mit dem Produkt Stackbond haben wir die letzten Jahre einige Projekte gemacht. Das meiste schneiden wir selber in der Halle in unserer Werkstatt zu, mit der großen Plattensäge und teilweise auch auf der Baustelle. Das Besondere von dem Produkt ist, dass es langlebig ist, es ist witterungsbeständig, es lässt sich auch nicht verziehen und es ist auch ein ganz großer Farbbauswohl. Wir haben hier ca. 1000 Quadratmeter montierte Fassadenfläche. Beim Projekt Himmel und Hölle sind 2 Formen in Einsatz gekommen durch Wunsch von Architekt und Bauherr. Und das sind die Anodic Dark und die Anodic Shape. Ich bin der Brenn Martin von der Firma Brennwerk aus Mehlwald. Hotel Hubertus aus Oehling hat uns beauftragt, bei dem coolen Projekt die Fassade mit Stackbond zu realisieren. Auch für uns war das eine besondere Herausforderung. Es hat viele Schnittstellen gegeben zwischen Architekturbüro Noah, Statik, Ausführung, verschiedene Handwerker am Bau, mit dem, was wir zusammen auf den Details ausmachen. Aber mit einem guten Team haben wir das perfekt hinbekommen.